Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Worms Ultimate Mayhem. Ich weiß, dass sich einige von euch schon darauf freuen, dass ich wieder ausrasten werde. Wegen diesem Level. Dass ich wirklich ausrasten werde. Aber ich kann euch eins sagen. Das wird heute nicht passieren. Das wird heute nicht passieren. Nein. Denn es ist so. Ja, während er hier mal kurz vorliest. Ich habe gestern The Order 1886 gespielt. Habe ich mir letztens mal gekauft und bin auch gerade dabei, das zu zocken. Und so weiter. Und da waren so eine unfaire Stelle. Wirklich richtig unfaire Stelle. Und ja, da bin ich so ausgerastet, dass ich tatsächlich... Ich bin noch am falschen Haus, ich Idiot. Ist doch das. Okay. Also ich tatsächlich in meinem Tisch hier. Ne? Den ihr auch im letzten Part schon gehört habt. Ja, da ist ein Loch drin. Ich habe tatsächlich in meinen Tisch ein Loch reingehauen. Tja. Mein armer, armer Tisch. Und dann habe ich gestern den ganzen Tag nichts mehr gezockt, weil ich so angepisst war. Und das wird heute nicht passieren. Egal wie oft das passieren wird. Ja, egal wie oft ich jetzt da runterfalle. Okay. Ja, gut. Egal wie oft ich jetzt da runterfallen werde, egal wie oft ich da oben sein werde und verrecken werde, weil es einfach echt scheiße ist, ich werde heute nicht ausrasten. Ich schwöre es euch. Oh, ich dachte, ich verreck. Habe ich das überhaupt jetzt noch von der Zeit? Ja gut, die unten sind in 2 Minuten gemacht, ne? Kommt halt nur auf die da oben drauf an. Ich lebe immer noch. Okay. Ey. Es ist die schlimmste Stelle im Spiel. Ganz ehrlich, es kommen ja noch 2 Missionen danach, aber die können einfach nicht beschissener sein wie das hier. Das Schlimme ist ja, hier gibt es doch nicht mal Gegner. Hier gibt es doch nicht mal Gegner, du hast eigentlich alle Zeit der Welt. Du kannst chillen. Du kannst machen, was du willst. Und trotzdem kriegt man es nicht hin. Jetzt vielleicht. Okay. 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 Ich wollte mal ausprobieren, ob ich mich hinter diesem Mast verstecken kann, aber nein, geht nicht. Gut. Das heißt, ich muss da wirklich sofort weiter. Das ist sau schwer. Ich würde mich ja noch nicht mal so aufregen, wenn ich die ganze Zeit verrecken würde. Das Schlimme ist halt nur, dass immer diese scheiß Cutscene davor kommt. Und das kotzt mich an. Weil das einfach unnötig Zeit macht. Und ich sag euch auch jetzt, sollte ich das Level heute nicht schaffen, ich werde mir heute wieder ein bisschen Zeit dafür nehmen. Der kann auch ruhig eine halbe Stunde gehen, der Part. Das ist mir vollkommen egal. Ich werde mir heute meine Zeit nehmen. Aber sollte ich den Part heute nicht schaffen, dann werde ich den auch offscreen machen. Denn, ich weiß, ich hasse es zwar, Sachen offscreen zu machen, aber das ist auch einfach ein Level. Das muss man nicht unbedingt gesehen haben. Das ist ja nicht wirklich spektakulär. Genauso wie das mit dem Fallschirm damals. Das war genau dieselbe Scheiße. Das mit dem Stellung halten, da kann ich ja noch sagen, gut, da war wenigstens Kampf, da war Action. Aber das hier, das will ja gar keiner gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut finden soll. Was? Hä? Das finde ich jetzt ein bisschen scheiße. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Wie soll ich das denn sonst machen? Den ganz da hinten auf dem grünen Haus, den muss ich ja so oder so als letzter machen. Weil auf dem Weg dahin ist ja auch noch eine Mine. Und, oh Gott, das wird die Hölle. Das wird die. Oh Gott. Aber ich komme ja noch nicht mal bis dahin, das ist ja das Schlimme. Ich schaffe es ja noch nicht mal bis dahin. Ich dachte, die wäre losgegangen. Ah, egal. Ich darf jetzt nur nicht runterfallen und genau in der Mine landen. Und ich wette, das passiert. Ich kenne doch mein Glück. Vor allem mein Worms-Glück. Habe ich jetzt schon in drei Worms-Spielen habe ich jetzt schon gemerkt, ich habe in Worms kein Glück. Ich sollte das Worms-Spiel eigentlich aufgeben. Das war knapp. Wisst ihr was? Das ist mir egal. Hauptsache, die Mine da oben ist kaputt. Kapotzka. Aber die Minen da oben will ich definitiv als erstes weg haben, weil, habe ich schon im letzten Part gesagt, das hat auch dazu beigetragen, dass ich so ausgerastet bin, weil, ja, weil du machst dir die Arbeit, alle anderen Minen unten schon vorher zu zerstören und dann verkackst du es oben. Und dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Das Komische ist, dass jetzt hinter dem Fahnenmast gar nichts ist. Hinter dem Fahnenmast, sage ich schon. Oh oh. Nehme ich in Kauf. Nehme ich sowas von in Kauf. Ist mir egal. Nehme ich auch in Kauf. Okay. Nehme ich auf jeden Fall in Kauf. Okay. Das wäre natürlich jetzt der Hammer. Wie viele habe ich eigentlich? Ich habe 3. Vielleicht ist das ja sogar beabsichtigt, dass man einfach eine Mine aktiviert und mit einem Fallschirm runterspringt. Es kann sein. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Oh mein Gott. Schade. Okay, ich habe auf jeden Fall nicht mehr viel Leben. Aber es ist noch machbar, es ist noch in der Zeit drinne. Würde ich mal behaupten. Nur jetzt kommt das, wovor ich am meisten Angst habe. Den ganz da hinten. Noch nicht mal vor dem ganz da hinten, ich habe eigentlich eher Angst vor den auf der Wäscheleine. Vor dem habe ich Angst. Dass wir da drauf kommen. Gut. Oh mein Gott. Ich lasse mir da jetzt Zeit, Leute. Okay.
Nein! Nein! Ich hätte das geschafft. Dreck. Fuck. Der hat nur 7 abgezogen und ich dachte jetzt so, nee. Das Schlimme ist ja, dass die Mine hat mich noch mit diesem Stoß erwischt, sodass ich meinen Fallschirm nicht mehr kontrollieren konnte. Ich konnte den weder nach links noch nach rechts schwenken. Sonst hätte ich ja gar nicht meinen Fallschirm losgemacht. Und dann dachte ich mir so, ne, wenn du jetzt nicht lenken kannst und du fliegst sowieso ins Wasser, dann habe ich wenigstens gehofft, dass ich auf dieser scheiß Wäscheleine lande. Ah, es hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Aber ist ja egal. Das war ein guter Ansatz, das war ein sehr guter Ansatz. Und den muss ich jetzt einfach nur noch perfektionieren. Leichter gesagt als getan. Aber gut. Ich muss sagen, die Runde hat mir gefallen. Ich hab 3 Fallschirme. Ich bin immer noch am Überlegen, mit dem Fallschirm da runter zu sch- Oh, oh. Minus 8, das heißt, ich habe noch 42. Yo, ich finde das so cool. Irgendwie ist der Bug auch nur bei dem Level, dass ich den noch bewegen kann, obwohl der noch so auf dem Boden gequetscht ist. Aber ist egal. Na, das war scheiße. Oh, kein Leben abgezogen, gut. Das mit dem Timing auf diese Röhren habe ich eigentlich auch mittlerweile ganz gut drauf. Sagte er, obwohl er eben runtergefallen ist, aber... Okay, es hat sogar gar kein Loch da reingemacht. That's what she said. Okay. Das muss man auch... Ey, komm, das war gut. Das muss man erstmal schaffen. Bitch, please. Schafft ihr es mal, dass die Mine euch so in den Pool transportiert, ja? In den Pool. Da wollte ich mir gerade schon fast eigentlich klatschen. Das sah verdammt cool aus, kommt schon. Ah, komm schon, das ist nicht schwer, ehrlich. Ich meine, es ist schon schwer, aber es ist definitiv machbar. Es ist jetzt nicht so, dass es unfair ist. Das behaupte ich vielleicht oft. Manchmal ist es auch so, wirklich, aber das hier ist echt nicht unfair. Unfair ist, wenn Gegner noch in dem Level wären und die dich 24/7 treffen würden. Nach jeder Mine, die du aktivierst. Das wäre unfair. Und das ist bei Worms auch leider oft der Fall. Ich sag nur, die Kirmes-Mission. Okay. Das war jetzt blöd. Das war jetzt saublöd. Das habe ich aber auch kommen. Scheiße. Komm. Nee, da muss ich einen Neustart machen. Das Level, ey. Sobald ich dieses Level habe, sind es nur noch 2 Missionen, dann ist das Projekt vorbei. Ihr wisst gar nicht, wie froh ich bin. Also, nichts gegen das Spiel war super. Ich fand das Spiel auch bei weitem nicht so unfair wie die anderen 2 Teile vorher. Die waren unfairer. Definitiv. Das Spiel hatte einen angenehmen Schwierigkeitsgrad. Manche Sachen waren zwar auch scheiße, wie das mit dem Fallschirm, wie hier das hier.
wie vielleicht manche Missionen mit Gegnern. Aber alles im Allen hatte das einen viel angenehmeren Schwierigkeitsgrad. Jetzt komm schon. Nur weil du gerade eben verkackt hast, heißt das nicht, dass du jetzt hier alles verlernt hast. Gut. 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 Was? Ey, warum? Warum? Ja, komm, beweg dich, obwohl du liegst. Ist okay. Warum schaffe ich denn jetzt auf einmal den letzten Sprung nicht mehr? Der ist doch, das ist genau dasselbe wie Hini hier. Vor allem gerade zu weit. Ich weiß noch nicht mal, wie man die zu weit machen kann. Ich weiß, dass ich schon mal geschafft habe. Also. Ey, das. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Nehme ich in Kauf, nehme ich in Kauf. Ja, das Blöde ist halt, dass ich vorher schon mal runtergefallen bin. Ah. Ich müsste jetzt eigentlich noch 32 haben. Aber das war gerade perfekt, dass die Mine mich genau auf die andere Seite gefeuert hat. Nein, 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 nein. Du bist gut in der Zeit, du bist verdammt gut in der Zeit. Einfach nur noch jetzt Ruhe. Ruhe, habe ich gesagt. Ich habe eben auch gesagt, ich kann die Sprünge jetzt mega gut und dann kommt die Scheiße hier. Denk dran. Nur noch, hiernach nur noch 2 Missionen und dann ist das Projekt vorbei. Einfach immer daran denken. Das ist Motivation. Das glaubt ihr gar nicht. Wie gesagt, nichts gegen das Spiel, aber ich bin auch erstmal froh, wieder was Neues zu spielen. Egal, 3 Schaden nehme ich in Kauf. Ich stehe immer noch verdammt gut in der Zeit. Nur noch die letzten beiden da oben und dann nur noch die unten und die unten sind pissig. Die unten sind absolut kein Problem. Nicht in das Loch fallen. Das wird jetzt ein Problem werden. Wobei ich mich frage, können die Minen ist mir jetzt egal. Langsam wird die Zeit aber knapp. Nein, ich habe gesagt, langsam wird die Zeit knapp, jetzt ruhig. Ruhig! Gott. Danke. Können die Minen die Wäscheleinen zerstören? Weil bei den anderen war es ja nicht so. Da
waren die Wäscheleinen ja noch immer da. Knapp. Sollte ich die letzte Mine da oben noch aktivieren können, wird das so knapp. Die Wäscheleine steht noch weitestgehend. Alter, wäre der jetzt daneben gesprungen. Ich wäre ausgerastet. Obwohl ich es nicht wollte. Wie, die ist nicht aktiviert. Komm schon. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Nicht hängen bleiben jetzt. Nicht hängen bleiben. Wo noch? Ah, hier war keine mehr. Da ist auf jeden Fall noch eine. Da oben müsste noch eine sein. Komm schon. Ja. Ja. Eine nur noch. Ja. Yes! Ja! Oh, das ist mein Sieg. Das ist mein so verdienter Sieg. Ich habe mich nicht aufgeregt. Ich bin ruhig geblieben. Ich hab's geschafft. Oh, leckt mich am Arsch. 7 Minuten und 11. 9 Sekunden vor der Scheißzeit. Ich habe meine Belohnung verdient. Nur noch 2 Missionen, dann ist das Projekt vorbei. Ihr könnt mich alle mal, ey. Nice. Oh, geil. Meine lieben Freunde, das freut mich richtig. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Mal wieder bei Ragnarök and Roll. Alles klar. Und Ragnarök. Und nordische Götter und so, ne? Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.